Hey Leute, was geht ab? Heute gibt's mal wieder ein kleines Retro-Review zu diesem Lego Ninjago Set mit der Nummer 2259, der Skelett-Chopper. Das Set ist aus dem Jahr 2011, die Altersempfehlung von Lego ist 7 bis 14 Jahre. Die unverbindliche Preisempfehlung lag damals bei 14,99 € und dafür bekam man genau 157 Teile. Darunter sind dann zwei Minifiguren, die sieht man hier auf der Rückseite schon mal, zudem eben noch der Skelett-Chopper an sich. Und ihr seht auch, dass hier die Nunchakus des Blitzes dabei sind, weil eben die Minifigur von Jay dabei ist. Und ihr seht auch schon, dass die Box an der Seite geöffnet ist. Also ich habe das Set wieder gebraucht bei eBay gekauft, da bekommt man es so für um die 10 €. Ich finde das eigentlich ein ganz guter Preis für das Set. Und deswegen wird es halt heute auch kein Unboxing geben, aber dafür können wir uns das aufgebaute Set jetzt gleich mal anschauen. Aber vorher gehen auch heute wieder wunderschöne Grüße an Sabu Rayabi, an Micha Friesen, Lil Kemal, JB, an die Victoria und an TikTok Deutschland. Also an euch alle ganz, ganz liebe Grüße von mir und jetzt viel Spaß bei dem Video. So, und hier haben wir jetzt das aufgebaute Set, den Skelett-Chopper und eben die beiden Minifiguren. Die schauen wir uns auch mal kurz als erstes an. Und wir starten hier auch gleich mal mit dem Jay. Er hat die Nunchakus des Blitzes in den Händen, die bestehen wieder aus drei Teilen. Und als zusätzliche Bewaffnung hat er hier auf dem Rücken noch ein schwarzes Katana. Das wurde hier an dem Clip an der Maske befestigt. Und so sieht Jay dann mal ohne Bewaffnung aus. Er trägt eben den Ninja-Anzug aus der ersten Staffel. Wir sehen hier das Symbol des Blitzes auf der Brust, zudem eben noch der blaue Gürtel. Die Maske zeige ich euch auch mal kurz von allen Seiten. Von hier hinten sieht man dann eben die Halterung, wo man das Katana reinklemmen kann. Auf dem Rücken ist die Figur nicht bedruckt und die Figur hat auch kein zweites Gesicht. Aber das erste Gesicht können wir uns gleich mal anschauen. Ich werde die Maske mal kurz abnehmen. Und dann sieht man hier mal die Gesichtsbedruckung ein bisschen genauer. Die zweite Minifigur im Set ist dann hier Chopov, das Skelett, und das muss ich sagen, ist auch eine sehr, sehr coole Minifigur. Er hat hier eine Skelett-Axt in der Hand, die besteht dann auch wieder aus zwei Teilen und die Figur an sich ist auch toll, vor allem das Zubehör hier, dieser Stahlhelm und auch die Panzerung auf den Schultern sieht toll aus mit den Stacheln und auch hier vorne mit dem roten Totenkopf. Ich zeige euch die Figur mal kurz von allen Seiten, also die Panzerung hier an den Seiten, die Schulterpanzerung, die wurde dann zwischen Kopf und Torso einfach reingesteckt, das ist so ein separates Teil, das sieht mal hier hinten auch nochmal. Also es ist auf jeden Fall ein cooles Zubehörteil, genauso wie der Helm. Die Zubehörsachen werde ich mal kurz abnehmen. So sieht die Figur dann mal ohne Zubehör aus und ich muss sagen, die sieht auch extrem gut aus. Die Gesichtsbedruckung gefällt mir auch sehr gut mit den roten Augen. Zudem sehen wir hier noch eine Bedruckung auf dem Oberkörper und eben noch den schwarz-grauen Lendenschurz. Ich zeige euch die Figur mal kurz von hinten. Da ist sie aber nicht mehr bedruckt. Da sieht er einfach dann so aus. Gut, das waren dann mal die beiden Minifiguren. Als nächstes haben wir hier dann mal den Skelett-Chopper an sich. Das Modell ist ca. 27 cm lang, 7 cm hoch und ungefähr 10 cm breit. Dann schauen wir uns das Modell mal ein bisschen genauer an und von der Seite sieht man hier schon mal, dass das Modell hinten einen großen breiten Reifen drauf hat und vorne eher so einen kleinen schmalen. Und wenn wir uns das mal genauer anschauen, dann sind es eigentlich zwei kleine Räder, die dann ein Rad eben bilden. Zudem sieht man hier hinten dann auch noch die Kette. Die ist aber nicht nur zur Dekoration da, sondern die hat auch noch eine Funktion. Die Funktion zeige ich euch gleich. Schauen wir uns erst noch ein bisschen die Optik des Fahrzeugs an. Gerade von vorne, finde ich, sieht es extrem cool aus mit dem Totenschädel hier vorne und den roten Augen. Aber auch von der Seite sieht das Modell richtig gut aus. Hier unten sieht man übrigens auch nochmal einen Aufkleber, der rote Totenschädel. Darüber sind dann zwei Sprossen, damit kann man dann hier oben zum Fahrerplatz gelangen. Das zeige ich euch gleich noch, da kann man dann auch eine Minifigur hinstellen. Von hinten finde ich das Modell auch richtig cool, vor allem hier diese Radkästen, die dann das Hinterrad abdecken. Das sind auch zwei so Knochen hier, die kann man ein bisschen verstellen. Das sieht auch ganz gut aus, wie ich finde. Und dann sieht man hier hinten eben noch den Auspuff, da lodern schon die Flammen raus. Von der anderen Seite sieht das Modell dann noch so aus, eigentlich fast gleich wie von der anderen Seite, mit einem kleinen Unterschied. Und das ist dieser Hebel hier, der führt dann auch die Funktion aus, die dann hier vorne eben über diese Kette übertragen wird. Ich zeige euch das jetzt mal kurz, was da passiert, wenn man an dem Hebel zieht. Wenn man an dem Hebel zieht, wird hier der Totenkopf nach vorne katapultiert.
Also das ist eine ganz coole Funktion, von oben sieht es dann so aus, es funktioniert auch richtig gut. Hier oben sieht man dann auch noch den Platz für den Fahrer, hier vorne haben wir noch den Tank mitten im lila Tankdeckel und hier kann man dann auch eine Minifigur hinstellen. Und wenn man den Chopper 4 hinstellt, dann sieht das so aus. Okay, und das waren eigentlich schon mal alle Details und Funktionen von dem Set. Kommen wir noch kurz zu meinem Fazit. Ich finde, hier bekommt man ein schönes, außergewöhnliches Fahrzeug, also ein außergewöhnlicher Chopper, der optisch richtig gut aussieht. Zudem noch zwei tolle Minifiguren. Und wie gesagt, gebraucht bekommt man das bei eBay so für um die 10 Euro. Ich finde, das ist ein ganz guter Preis für dieses Set. Das ist aber natürlich alles nur meine Meinung. Ihr könnt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich kostenlos machen. Gut, und das war's dann mal soweit von mir. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.